Ich hätte jetzt gerne ein Ziel. Oh, wir haben keine Bomber. Das könnten wir kurz designen. Wir hätten gern verfügbare Baupläne. Ein B-17 Bomber. Kopieren. Wir können zwei Triebwerke reinstellen. Zwei von zwei. Okay. Dann hätten wir gerne Ladyfinger macht 0,6%. Black Cat macht 0,9%. Ist der Sprung in Ressourcen sehr hoch? 18 Kilotonnen Boranium. 22 Kilotonnen. Nö, nicht wirklich. Oh, Smart Bomb. Was machst du? 1,3% der Planetenbewohner. Smart Bomben sind nicht 100% additiv und haben keine Mindestschadenwirkung. Verteidigungsanlagen sind gegen sie weniger effektiv. Also die hier sind wohl da, um wirklich die Bevölkerung auszulöschen. Weil die töten immer mindestens 300. Allgemein töten sie ja prozentual. Und wenn diese Prozentzahl nicht mehr wirklich greift, weil es halt nur noch 500 Bewohner oder so gibt, dann töten sie mindestens 300. Die hier sind anders. Die töten zwar auch Planetenbewohner, aber halt nicht diese Mindestbeschränkung, was aber nicht viel ausmacht. Denn, ja. Diese Bombe beschädigt keine Bergwerke oder Fabriken. Oh, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Wenn wir jetzt den Planeten übernehmen, behalten wir deren Gebäude? Das wäre ja richtig praktisch. Ich glaube, ich nehme mal die Smart Bomben und guck, was da so passiert. So, du. Du. Scanner. Hau mal aber ganz klein rein. So, du bist jetzt B-17 Bomber 1. Gibt es noch ein schönes Bildchen für dich? Du siehst ein bisschen aus wie ein Bomber. Ja, eher als der da. So. Okay. Fertig. Also wir hätten sie gleich bei Nickel testen können. Aber ich denke mal, Nickel wird nicht die 30.000 Kolonisten, die auf dem Weg sind, überstehen. Die sind noch auf dem Weg, richtig? Wallaby, Nickel. Kolonisten, alles entladen. Dann F9, sonst kommen wir nicht weiter. Zack. Transport 2 hat 30.000 Kolonisten nach Wallaby gebeamt. Das ging schnell. GoTo, wo bist du? Du bist auf halbem Weg und hast dich schon rüber gebeamt. Das wusste ich auch nicht. Du hast über 71 Lichtjahre 30.000 Menschen teleportiert. Also wenn da jetzt nicht ein Physikprofessor tot umfällt, weiß ich auch nicht. Okay, den Auftrag stornieren wir mal. Du hast keine Fracht mehr, du kannst wieder zurückfliegen. Kurios, kurios. So, Nickel. Du hast 2800, der Bericht ist 3 Jahre alt, weil keiner von denen eigenen ordentlichen Scanner dabei hat. Obwohl, du müsstest das eigentlich sehen. Du brich mal deinen Auftrag ab. Jetzt habe ich beim Transporter das abgebrochen. Doppelklicken, Geogon, doppelklicken. So, du brichst mal deinen Auftrag ab und fliegst nach Nickel in den Orbit bitte und guckst da nach. Oh, der Händler ist doch da. Simple. Fregatte, mittlerer Frachter 1. 10 Stück. Du bist nächste Runde da, 2 Runden da, 3 Runden da, 4 Runden da. Kommen wir in 4 Runden an den Punkt. Voll beladen. Also ich weiß nicht, wie viele Kilotonnen er wirklich braucht. Ich glaube 5000. Das reicht also gar nicht. Komm, versuchen wir einfach mal. Wir hätten gerne. So, so. Oh, wir hatten keine Kolonisten. Nee, nee, wir wollen keine Opfer da bringen. So. Germanium haben wir eh nicht so viel. So. So, also wir haben jetzt 2600 Kilotonnen Erze dabei und müssen jetzt innerhalb von 1, 2, 3, 4 Runden hier hinkommen. 7 Jahre. 4 Jahre. Perfekt. Treibstoff bräuchten wir 30.000 Milligramm. Das klappt nicht.
Können wir das anders machen? Den Auftrag einmal kurz stornieren. So, wo wärst du denn in 5 Runden? 1, 2, 3, 4, 5 Runden wärst du da. 8 Jahre. Dafür haben wir gar nicht genug Treibstoff. Ja, über lange Strecken sind wir echt nicht gut. Aber so habe ich die Rasse ja eigentlich auch designt. Ich hätte nur nicht an diese Händler gedacht. Wallaby, du hast... Da sind Transporter, aber die sind zu weit weg. Und die können zwar 30.000 Kolonisten teleportieren, aber die können keine Ärzte von der Planetenoberfläche hin beamen, denke ich einfach mal. Weltraum, nö, können sie nicht. Kiche? Fregatte Minenleger, nö. Na gut, den lassen wir jetzt einfach mal vorbeifliegen. Wir werden einfach nächstes Mal, wenn sowas kommt, hoffentlich besser vorbereitet sein. Also primär dadurch, dass wir bessere Antriebe haben. Okay, was sagen die nächsten Nachrichten? Flotte wurde demontiert auf Burgard. Da. Du baust Fabriken, alles wird gewohnt, okay. Mittlerer Frachter 7 hat alle Befehle ausgeführt und ist jetzt da angekommen. Wie viele Bewohner haben wir inzwischen auf Simple? Simple hat 886.000. Wir könnten nach Shrine ein paar aussiedeln. Shrine hat... Warum kann ich den nicht als Ziel nehmen? Oh, da ist noch gar kein Schiff hin unterwegs. Stimmt, unsere Santa Maria 22, die jetzt 40 Jahre lang dahin fliegt. Da war was. Du hast noch was für eine Ausrüstung? Du hast noch den alten Antrieb. Wir könnten jetzt eine schnellere Santa Maria bauen und die dahin schicken. Aber das fände ich irgendwie gemein. Die ist jetzt so jahrelang unterwegs und die andere springt an der vorbei, winkt einmal und kolonisiert da alles. Und wenn das Schiff da ankommt, gibt es da schon eine Hightech-Zivilisation. Erinnert so ein wenig an den Science-Fiction-Film oder allgemein an Science-Fiction-Filme, wo es ja auch öfters diese Langstreckenraumschiffe gibt, die irgendwann mal losgeschickt wurden. Dann wurde irgendwann der Warp-Antrieb entwickelt und die haben wohl alle vergessen, die anderen Raumschiffe wieder einzusammeln. Und dann Jahrhunderte später taucht dann irgend so ein Raumschiff an mit tiefgefrorenen Menschen. Ja, aber ich schweife ab. Du baust Erztransformation. Nee. Was hat unsere Forschung? Wann kriegen wir die neuen Phaser? In 2 Jahren. Oh, ist okay. Aquarius baut weiter Fabriken. 130 Stück. Muss auch nur noch 2 Runden machen. Und Wallaby holt weiter auf. Ich sehe gerade, die Leiste wird immer größer. Werden die Sprünge da unten auch größer? Wir haben jetzt hier 0 bis 5000. 0 bis 5000. 0 bis 5000. Was passiert, wenn wir bei 5000 angekommen sind? Sind dann die Lager voll? Das kann ich mir nicht vorstellen. So ein Planet kann nicht voll sein. Aber wenn dem wirklich so wäre, müssten wir das irgendwo wegtransportieren und irgendwelche Sachen davon herstellen. Allgemein sollten wir mehr Sachen haben, die viel kosten. Momentan haben wir nichts zum Ausgeben. Also ja, wir könnten eine riesige Flotte aufstellen, aber wir haben kein Ziel. Und wir wissen gar nicht, ob wir sie brauchen. Okay. Weitere Nachrichten. Voyager 13, wo bist du? Du bist mitten in unserem Scannerbereich, das bringt uns nichts. Du fliegst mal bitte dahin. Vorwärts. Minenleger 23, du baust da bitte Minen. Weiter. 29, du baust da bitte Minen. Wir haben 82 Kilotonnen Erz hergestellt, okay. Wir haben Tech Level 6 an Waffen erreicht, sehr schön. Yakimura Lichtphaser ist fertig. Ein riesiger Meteorit hat auf Radian eingeschlagen und sehr große Mengen an Erz eingelagert. Die Umweltbedingungen des Planeten haben sich radikal verändert. Oh. Irgendwo hier ganz hinten, was wir eh nicht wirklich erreichen können. Ja, ganz im Südwesten unseres kleinen Universums. Ja, nö, uninteressant. Wir gehen nochmal auf die Waffenforschung. Also die Forschung allgemein. Wir könnten nächste Stufe den Knüppel entwickeln und übernächste Stufe die Phaser Bazooka. Delta-Torpedo, kolloidaler Fehler, Phaser, kolloidaler Phaser.
Ich glaube, wir sollten langsam von den Waffen wegkommen. Was macht Energie? Eine Raketenbatterie. Hätten eine bessere planetare Verteidigung. Da könnten wir Ressourcen reinstecken. Schilde, Strahlungsreflektor. Reduziert den Angriff durch Strahlenangriff um bis zu 10%. Das klingt praktisch. Energiekondensator. Erhöht die Schadenswirkung aller auf dem Schiff montierter Strahlenwaffen um 10%. Das klingt ebenfalls sehr praktisch. Materiebeschleuniger 7. Das sind diese Pakete, die ich schon mal erwähnt habe. Glaube ich zumindest, dass ich erwähnt habe. Also man kann mit Warp-Geschwindigkeit Ressourcen hin und her schießen von Planet zu Planet. Es müssen nur beide Planeten diese Massenbeschleuniger haben. Wenn der Zielplanet keinen Massenbeschleuniger selber hat, kann er das Paket nicht auffangen und es ist quasi eine Bombe, die auf dem Planeten dann einschlägt. Wie halt ein Asteroid. Kann man also als Waffe missbrauchen. Das sollten wir also, glaube ich, mal erforschen, weil sonst kommt irgendwann ein Gegner auf die Idee, das bei uns zu machen. Also, wir hätten gerne Energie und gleich danach nochmal Energie. Und jetzt gucke ich mal ganz kurz, ob wir vielleicht schon was sowas ähnliches bauen können auf Simple. Ändern. Fabrik, Bergwerk, Ersttransformation. Materiepakete. Aber das ist nicht der Beschleuniger selbst, das sind nur Pakete. Oder? Damit habe ich noch gar nicht beschäftigt. Müssen wir mal gucken. B-17-Bomber. Ihr habt schon den neuen Antrieb, richtig? B-17-Bomber. Du hast das Langbein. Soweit okay. Ja, bauen wir noch mal ein paar davon. Wir hätten gerne B-17-Bomber. 10 Stück. Oh, die dauern schon mal ein, zwei Jahre. Ist okay. Du kannst weiter nach unten. Komm, machen wir daraus mal. 50 Stück würde 9000 Kilotonnen kosten. Nee, das ist übertrieben. Also, entfernen. So, 10 Bomber, das muss reichen. Wir haben ja eh noch kein Ziel. Aber schon mal ein paar auf Vorrat haben. Das heißt, wir haben eine richtige Angriffsflotte hier mit unseren Verteidigern. Wie viel seid ihr? 23 Stück. Und wir haben die Verteidiger hier, 15 Stück. Auf Wallaby haben wir nur die leichten Zerstörer, 5 Stück, das ist echt nicht viel. Auch nur 5. Ja, aber ich habe nicht so wirklich Lust, so viele Raumschiffe zu bauen, die wir dann eh später wieder aufstufen müssen quasi. Wir sollten erstmal viel mehr in die Forschung reinpumpen. Ich glaube, das mache ich mal. Ich stelle mal die Forschung auf viel, viel mehr. So, 50%. Fertig. Jetzt müssen wir nur darauf achten, dass wirklich alle Planeten auch wirklich eingestellt haben, dass sie nur übrige Ressourcen hinschicken, wenn sie denn was bauen sollen. Ändern. Nee, du nicht. Du auch nicht. Kiche. Kiche hat inzwischen 100.000 Bewohner. Der kann das ruhig so lassen, wie es ist. Okay. Und die ganzen Kleinen müssen uns eigentlich automatisch eingestellt haben. Ja. Nether Region, was mit dir? Du hast 500.000 Bewohner. Musst noch jede Menge Fabriken bauen. Das machen wir mal nach unten. Und da fügen wir mal ein paar hinzu. Fabriken hinzufügen. 100, so. Okay. Also ja, das haben wir jetzt soweit eingestellt. Das heißt, die Forschung müsste jetzt recht rasante Schritte machen. Ich hoffe mal schnell genug, dass wir dann irgendwann ein Level erreicht haben, wo wir sagen können, okay, jetzt bauen wir eine richtig, richtig große Flotte. Und dann hätten wir idealerweise auch noch ein Ziel dafür. Aber ja, man kann nicht alles haben. F9. Santa Maria 11 hat alle Befehle ausgeführt. Du bist in Wallaby angekommen. Und ich würde gerne mal gucken, ob jetzt die Kolonisten überlebt haben oder nicht. Transport 2 Langstrecke hat alle Befehle ausgeführt. Ist auch angekommen. Sehr gut. Voyeur 25 ist da angekommen. Kann er bleiben. Wir haben 3 Bomber gebaut. Wir haben Tech Level 5 Energie abgeschlossen. Ne, wir haben Tech Level 4 abgeschlossen. Wir haben Tech Level 5 abgeschlossen. Wow, das ging ja richtig flott. Terraforming haben wir gelernt, brauchen wir aber nicht. Wir haben Raketenbatterien gelernt. Wir haben Wallaby weiter terraformt und es gab keine Nachricht über die Kolonisten. Nickel. 2800 Kolonisten. Wir haben aber schon die alle dahin teleportiert, oder? Die sind jetzt nicht irgendwo im All. Nee, das ist einfach nur ein roter Planet. Ich dachte schon, hier wären jetzt überall Kolonisten im All. So 30 Stück.
und wundern sich, was los ist. Was haben wir da unten? Oh, ein Privateer. Ein Einzelner. Von Nies. Also von denen da. Der scheint echt bei uns um die Ecke zu sein. Wo fliegst du denn lang? Können wir deine Flugbahn nicht sehen? Warum können wir deine Flugbahn nicht sehen? Ach doch, das ist die. Okay. Aber warum zeigt der Pfeil denn nach da? Also er kommt entweder von da. Er kommt von da. Aber ist die Frage, wo er gerade hinfliegt. Fliegt er gerade von seiner Heimatwelt irgendwo anders hin? Oder von irgendwo anders hin zu seiner Heimatwelt? Also sollten auf jeden Fall das da unten im Auge behalten. Also die drei Planeten oder irgendwas ganz da unten könnte sein Ziel sein. Schicken wir doch einfach mal eine Sonde hin. Du hast noch Treibstoff? Jo, dann flieg doch mal bitte so rum zu den Planeten. Noch irgendwo eine? Wohin bist du unterwegs? Warum fliegst du da hin? Du komm, bleib mal stehen. Du fliegst mir bitte hier die Planeten ab. Seine Flugbahn war daher. Also flieg weiter dahin, dahin, dahin. Und da ganz oben wird nichts mehr sein. Und dann so zurück. Okay. Aber weil es ein Transporter ist, muss er auch irgendwo hin. Ja, aber das finden wir hoffentlich noch raus. Dann haben wir nämlich endlich ein Ziel. Also eigentlich war es ja mein Ziel, mich einzubunkern, aber da es keine Diplomatie gibt, spricht nichts dagegen, wenn wir unsere neuen Spielzeuge auch gleich mal ausprobieren. Ja, sehr schön. Dann machen wir jetzt mal einen kleinen Cut. Und in der nächsten Folge bomben wir vielleicht irgendwelche Pazifisten. Also bis gleich.